Das Bomberman-Franchise sollte eigentlich jedem Spielinteressierten irgendwann mal in der Spielerkarriere über den Weg gelaufen sein. Und das natürlich auch zu Recht. Gerade im Multiplayer entfaltet dieses einfache, aber suchterregende Spielprinzip eine ganz eigene Faszination. Kein Wunder, dass es gefühlt auf jedem System mindestens in einer Iteration erschienen ist. Da macht natürlich Nintendos Handheld keine Ausnahme. Wie schlägt sich also dieser Ableger? Was taugt Pocket Bomberman für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien ziemlich spät 1998 bei uns und wurde von Hudson sowohl programmiert als auch veröffentlicht. In Japan erschien es ein Jahr früher und in Nordamerika erschien es gar nicht. Eine kleine Kuriosität am Rande, in Japan erschien das Spiel nicht in einer üblichen Papp-OVP, sondern in einer kleinen Metalldose. Wenn ihr das Spiel startet, merkt ihr sofort, das hier ist kein klassisches Bomberman-Spiel. Ihr steuert euren Protagonisten also nicht aus der Vogelperspektive und müsst mit der Hilfe von Bomben Wände wegräumen. Nein, dieses Spiel ist eher an klassische Plattformer angelegt. Ihr steuert also den Charakter in einer Seitenperspektive. Bomben und Co. gibt es aber natürlich trotzdem. Das Spielprinzip bleibt aber gleich. Ihr befindet euch in einem Level mit Gegnern und Hindernissen. Ihr müsst jetzt alle Gegner erledigen und dann öffnet sich der Ausgang und es geht im nächsten Level so weiter. Es gibt insgesamt 5 Welten mit 4 normalen Leveln und einem Boss-Level. Die Welten sind wie gewohnt alle thematisch unterschiedlich gestaltet und bringen immer wieder Besonderheiten mit. So gibt es zum Beispiel in der Ocean-Welt regelmäßig auftretende Wasserfälle, die euch den Weg versperren. Natürlich gibt es auch die Bomberman-üblichen Power-Ups. In jedem Level gibt es dann neben den festen Steinen auch Steine, die ihr wegsprengen könnt. Diese verbergen dann diese Power-Ups. Auch hier erwarten euch keine großartigen Überraschungen. So könnt ihr mit einem schneller laufen, ein anderes verbessert die Reichweite eurer Bomben und so weiter. Allgemein müsst ihr die Level immer wieder genauer erkunden, da der ideale Weg nicht unbedingt geradlinig ist. Das heißt jedoch nicht, dass es irgendwie übermäßig komplex wird. Alles bleibt immer übersichtlich und ihr müsst nie allzu lange überlegen. Das Bekämpfen der Gegner kann jedoch dann schon hier und da etwas kniffliger werden. Besonders bei den fliegenden Gegnern ist es gar nicht so einfach, immer die richtige Stelle für eure Bomben und das richtige Timing auszuwählen. In der Draufsicht bewegen sich die Gegner eben einfach etwas überschaubarer. Hier helfen euch aber im Zweifel die Upgrades. Die Steuerung ist beim Ganzen echt gut gelungen. Knackig könnt ihr eure bombenlegenden Protagonisten durch die Level buxieren. Der Sprung ist angenehm hoch und die Levelgestaltung lässt euch relativ freies Erkunden zu. Um euren Fortschritt festzuhalten, gibt es zum Glück ein Passwortsystem. Neben dem normalen Kampagnenmodus bietet das Spiel auch einen Jump-Modus an. Das ist im Prinzip eine nette Dreingabe. Dort müsst ihr euch abschnittsweise immer weiter hochkämpfen. Besonderheit hier, ihr seid ständig am Springen und dadurch ist die Steuerung natürlich etwas besonders. Nette Dreingabe, aber das hätte es meiner Meinung nach auch nicht unbedingt gebraucht. Wie bei einem so späten Erscheinungsjahr zu erwarten ist, steht das Spiel technisch sehr gut da. Die Grafik ist liebevoll gestaltet und die Animationen sind klasse geraten. Man bekommt gleich ein super Gefühl von der Welt. Dieses Gefühl unterstreicht auch die Musik, da kann man echt nicht meckern. Was taugt Pocket Bomberman für den Game Boy heute noch? Ich mag das Spiel. Zuerst war ich etwas skeptisch. Bomberman als Action-Plattformer? Das soll was werden? Aber dieser andere Ansatz ist super umgesetzt worden und daher kann ich euch das Spiel nur empfehlen. Knackige Steuerung, schöne Gestaltung und eine nette Spielidee. Was will man mehr? Das war der Test zu Pocket Bomberman für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.